Das ist echt dir wirklich verdammt viel Mühe mit der Stadt gegeben über die letzten 2 Jahre. Das war sicherlich anstrengend. Was gibt's denn überhaupt alles da? Und die Paulina, der Dieter, du hast eine Polizei gebaut. Braucht man das in der Stadt? Ist Sonja etwa mal bei dir gewesen? Roseldings ist viel besser, sag ich doch. Hat mal Sonja bei dir gewohnt? Oh, die ganzen Büsche und Eisflächen. Ist noch was im Petto, jetzt habe ich Angst. Hi. Ging noch der Schädel herum. Na, dann gehen wir mal in die Einkaufsmall. Sieht ja edel aus. Was? Sonja war mal da? Was? Sonja war mal da? Oh Gott, es tut mir so leid. Ich weiß nicht. Er hat ja gesagt, er will das Obergeschoss bauen. Ich glaube, ich lasse mich lieber raschen. Ich lass mich lieber selber überraschen. Kann ich selber überraschen? Ich kriege ja bald ein Obergeschoss. Bald kriege ich ja auch eins. Also, ich meine, wenn ich ganz viel Geld habe, mal in 2 Jahren. 2 Jahren. In 2 Jahren. Sonst komme ich dich besuchen und zeige den Leuten, wie das aussieht. Sonja war mal da bei ihm. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht. Wie hast du das überlebt? Wie hat deine Stadt das überlebt? Hast du sie weggeekelt? So wie man das macht. In den Tod geekelt. Das sieht ja auch stylisch alles aus. Club Kalau hat geschlossen, ey. Wie kann so ein Nachtclub? Ja, ich schreibe noch was an Bord. Klar. Klar, na klar. Ja, muss erstmal momentan meinen aktuellen Spenden sie bezahlen. Ich möchte das Schlummerhaus kriegen. Ich möchte das Schlummerhaus kriegen. Das hier ist cool. Auf ans Board. Schreiben. Hört, Komma, hört. Lady von und zu Honeyball hat in dieser schönen Stadt, Staft, genau, Stadt, ihr Geld, aber ihren Abend verbracht. Es war schön bei euch. So, da, ansehen. Hört, hört, Lady von uns zu Honey, man hat in dieser schönen Stadt ihren Abend verbracht. Es war schön bei euch. Fertig. Naja, mehr die Nacht, aber. Ist ja, ne? Ist ja Bescheid. Oh, kleines Sponsoring. Ach du. Wenn du schon nicht subscriben kannst. Oh. Okay, Geld nehme ich gerne. Solange wie meine Taschen das noch tragen. Danke. Ich befürchte, ihr werdet mir. Oh, Geld nur. Danke. Ah, schön. Ich befürchte, ihr werdet mir sowieso meine Stadt finanzieren müssen, weil ich komme ja nie dazu, irgendwas zu machen. Danke. Nein, ich will ganz viele Es haben. Das reicht auf jeden Fall. Das sollte genug Geld fürs Stummerhaus sein und fürs Obergeschoss. Ah, oh, das ist lieb. Huch. Huch. Ich meine, ich habe ja gesehen, das ist nicht schwierig, viel Geld zu kriegen, wenn man die richtigen Käfer fangen kann. Aber ich habe ja nie Zeit. Ich kann ja auch nicht mit euch 1 Stunde lang im Let's Play Käfer fangen. Ist ja auch immer so eine Sache. Und für eine Hausaufwertung. Ui. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einen privaten Spielstand aufmache, wo ich dann immer privat
fangen gehe und mir das Zeug dann schicke. Warte, 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 warte. Was? Was? Okay, ich kenne Leute, die haben mehr, aber ich meinte, was? 2 Jahre jeden Abend. Käfer. Ja, ich verstehe. Ich habe ja gesehen, wie viel man damit machen kann. Und Rüben. Käfer und Rüben. Ich habe ein YouTube-Video von jemandem gesehen, der zeigt, wie man maximal viel Geld bekommt in Animal Crossing New Leaf mit Käfern und Rüben. Ich bin aus allen Häuschen gefallen, wie man das machen kann, ey. Der macht irgendwie an einem Tag 500.000 Sternis. Ich saß da und dachte mir mal, dachte einfach, warte. Was? Was soll ich tun? Ich hab nicht. Hä? Was? Was? Hä? Hä? Was? Hä? Was? Was soll ich? Was soll ich? Warte, ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Tut mir leid. Was soll ich? Ich hab, war gerade Brain AFK. Was soll ich? Eben, ich kann ja noch eine zweite Spielfigur machen. Wie kann ich das? Kann ich das? Wie? Ich bin doch inkompetent. Unten links das Grüne. Ah. Okay, das ist cool. Und dann kann ich auch direkt Leute zu meiner Freundesliste hinzufügen. Okay. Internetverbindung, praktische, beste Vorteile und die Abzeichen. Ja, besteste Freunde. Danke. Ist ja cool gemacht. Ah, guck mal, das ist die Schlummeranschrift. Das wissen jetzt auch alle Leute, die vorbeikommen wollen, kennen die Schlummeranschrift. Ach, du heiliges bisschen. Oh, ein Auszeichen für unermüdliches Angeln. Krautvernichter. Das ist ja irre. Da hat jemand aber wirklich gesuchtet. Ei, Karamba. 5 Millionen Sternis. Wow, krass. Aber dieses Spiel bietet das auch. Also ich muss sagen, ich habe noch nie ein Spiel gefunden, bei dem ich so viel Langzeitmotivation hatte wie bei Animal Crossing New Leaf. Weil man einfach jeden Tag irgendwas Schönes Neues entdeckt. Das wird einfach nicht langweilig. Ich kann das jeden Tag spielen. Ich drücke mich dann immer schon, weil ich ja dann nicht immer so viel aufnehmen kann. Das ist cool. Das ist richtig geil. Das ist episch. Was soll ich? Das Gelbe nach oben. Was soll ich? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme sowieso nicht klar. Auf was? Auf ein? Auf was? Was? Und ich bin überfordert, ich bin klein und... Ach, guck mal, jetzt kann ich hier meine BFFs angucken. Das wollte ich mir nur mal kurz anschauen. Du kannst auch all deinen besten Freunden gleichzeitig Nachrichten schicken. Oh mein Gott, wir müssen dann mit Wuschel unbedingt noch... Ja, mit Wuschel unbedingt dann noch Freunde werden. Oh, das ist ja super gemacht. Dann kann ich an alle Leute Nachrichten schicken. Oh, das ist ja toll. Kann ich einfach an alle... Das kriegen dann alle Freunde. Ach, das ist gut gemacht. Ein cooles System. Können alle kommunizieren, ohne in der gleichen Stadt zu sein? Ja! Oh, das ist ja nice. Ja, das ist cool. Ich kann wieder nicht schreiben. Sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall speichern. Ja, teilweise muss man sogar 2 Accounts haben. Was, das ist ein Schrankfach A und B komplett voll mit Käfern und zusätzlich noch einen Korb vom Strand mit Käfern voll und dann hast du halt 600.000 Sternis. Ja, das stimmt schon. Da steckt man viel Arbeit rein. Wow, ich bin beeindruckt. Ich lerne so viel Neues. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich hier
sein durfte, war sehr informativ. Oh, ich kann wieder nicht schreiben. Informativ. Oh, ich krieg noch Zeug. Die habe ich noch nicht. Das stimmt. Warte, freuen. Yay. Persimonen, die hatte ich noch nicht. Oh, ich liebe Persimonen. Die schmecken unglaublich gut. Ja, lukrativ. Genau, es war lukrativ. Das stimmt, das war sehr lukrativ. Danke für all die Geschenke. Oh Gott, ich kann nicht die Geschenke. Ja, habe. Oh Gott, geht nicht. Habe ich. Dieser Stift macht mich hier gerade krank. Oh, Persimmon ist recht südländisch, glaube ich. Ja, die gibt's wirklich. Persimmon gibt's wirklich. Also, diese Orangenen, die sind sehr fleischig innen. Die schmecken sehr, sehr süß. Ich weiß nicht, ob die auch Persimmon heißen. Persimmonen. Ja, die heißen auch hier Persimmonen. Genau, ihr kennt die vielleicht eher als Kaki-Frucht. Genau, die sind nämlich mehr unter den Namen Kaki-Frucht bekannt. Schmecken so ein bisschen so wie Honigäpfel und so. Oh Gott, das ist so eine hübsche Stadt. Oh, das ist ja auch hübsch hier. Oh, schön, so muss man sich auch bauen. Oh. Eins auch Orangen. Nice. Stadtfrucht, ja. Sehr geil. Ach Quatsch, das sind Kakis. Kaki stehen, das stimmt gar nicht. Genau, die Kaki-Frucht. Genau das sind die. Die haben diesen riesengroßen grünen Blübel obendrauf. Und wenn man die aufschneidet, dann ist es so recht... Ja, die heißen Persimmon. Ja, Kaki heißen sind die. Also wir kennen die als Kaki-Früchte, aber die heißen Persimmon. Uns heißen die auch immer Persimmon, wenn meine Mama immer Persimmon dazu sagt. So, ich verlasse dich jetzt. Tut mir leid. Ich geh jetzt. Ich auch. Hab auch Pilze. Haufen. Das machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal hole ich mir einen Haufen Pilze. Wenn wir mal wieder Pilze im Pilzdorf brauchen, wissen wir Bescheid, wo wir Pilze kriegen. Ne? Das nächste Mal dann gerne Stoff nach Schub. Dafür komme ich. Warte, ich kann schon wieder nicht schreiben. Komme ich mal extra. Oh, das passt sogar da drauf. Ich verabschiede. Alter, ich kriege immer keinen Tee auf die Reihe, verabschiede mich. Wo kann ich hier wieder Herzchen machen? Da. Da. Winken. Nein, ich will selber gehen. Ich werde weggeschickt. Ich werde aus der Stadt gekickt. Ja, der Dealer deines Vertrauens. Ey, du. Ja, ich... Psst. Ja, du. Willst du Pilze? Wieder zu Hause. Schön. Jetzt gehen wir erstmal unseren Herrn Spendensie füttern. Aber so richtig. Ah, das ist cool, dass man jetzt auch darüber schreiben kann. Das finde ich gut. Solange man online ist. Das gefällt mir sehr gut. Oh, das ist eine super gut funktionierende, vernetzte Funktion. Da haben die sich bei Nintendo wirklich richtig viel Mühe gegeben. Hast du One-Up-Pilze?
Hallo, kleiner Spenden Sie, oh mein Gott, Sie sind wieder da, oh mein Gott, wo waren Sie den ganzen Tag, guten Tag. Spenden Sie, du schönes Schlummerhaus, wir pissen auf, da kann man drin schlafen, das ist toll. Wir benötigen insgesamt 2034 Billiarden, Billionen, Milliarden Sternis. Wir haben insgesamt 50.000 Sternis gesammelt. Wir sagen, wie lange fehlen also 176.000 Millionen Sternis. Oh Gott, wie spenden Sie endlich mal? Bitte, dass der nicht willkommen. Bitte spenden Sie. Spenden Sie. Ja, ich mache ja schon. Perfekt. Tada. Danke, ihr lobenswerten Fabian. Ich sage, spenden Sie von 234.000 Sternis erreicht. Oh mein Gott, spenden Sie. Ich werde mir dieses Projekt nur so stattverschönern. Bitte genulden Sie sich doch ein Weilchen. Wow. Großartig, das habe ich ganz alleine erwirtschaftet. Scherz. Ja, es wurden genug Spenden für das Projekt gesammelt. Ja, Spenden, wirklich Spenden, Spenden von einem großartigen Menschen. Vielen Dank dafür. Für Spenden. Vielen Dank fürs Spenden. Danke fürs Spenden. Was habe ich jetzt eigentlich alles dabei? Ach du liebes Bisschen. Ich fühle mich wie Dagobert Duck. Ich muss meinen Geldspeicher aufräumen, dringend. Ei. Jetzt gehe ich noch meine Schulden bezahlen? Dieser Gryode, jetzt kreischt er uns wenigstens nicht mehr an. Bis zum nächsten Projekt, dann kreischt er uns wieder an. Jetzt gehe ich meine Schulden bezahlen. Kann ich das überhaupt? Kann ich da nachts einfach hin meine Schulden... Quentin, was machst denn du hier mitten in der Nacht? Du siehst erschöpft aus, Honey. Vielleicht solltest du dir mal eine Pause gönnen. Manchmal ist es gut, eine Pause zu machen, bevor man sie unbedingt braucht. Da hast du recht, machen wir auch gleich. Aber ich gehe jetzt erstmal tatsächlich noch hier. Polim, Polim. Ha. Hallo. Willkommen. Bitte wähle eine der folgenden Optionen. Kreditrückzahlung. Bitte verwende den Touchscreen zur Eingabe. Oh Gott, das ist ja gar nicht mehr viel. Da war ich ja schon ganz fleißig. Dieses Konto ist derzeit nicht mit einem Kredit belastet. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Hurra! Mein Haus ist abbezahlt. Ich hoffe, das Geld brauche, klingel ich einfach. Ein bisschen was will ich mir auch selber erwirtschaften, ja? Wenn es wieder ganz knappig wird, dann, ja, ich habe gesehen, dass du tatsächlich doch genügend hast. Ich melde mich dann. Ich werde aber erst immer dann Spenden annehmen, sagen wir es mal so, wenn es mit dem Let's Play einfach wieder so einen Monat lang gelaufen ist und wir nicht geschafft haben, in der Zeit mal ein bisschen Geld zu machen. Ihr kennt mich ja, ich idle hier immer rum und kaufe und gebe aus. Hier sind die Läden noch offen? Wie spät haben wir es denn hier bei mir? Ach, 18:24 Uhr. Na dann, können wir noch ein bisschen herumlaufen. So viele Sternis. Wie lang die Parts werden nicht lang, die werde ich alle cutten. Eiskalt. Dann gehen wir zur Immunok rein. Hallo. Willkommen, willkommen. Meine Güte. Honey, schön, dass du hier bist, Du hast es geschafft. Du hast den ganzen Kredit für dein Haus abbezahlt. Vielen Dank. Ja, ja. Und der Grund für deine Gewissenhaftigkeit ist, dass dein Haus dir nicht groß genug ist, Ja, ja, das kann ich gut verstehen, Honey. Ich kann dir helfen, das Haus deiner Träume zu bauen. Wenn du die Einzelheiten wissen willst, weißt du, wo du mich findest. Ja, ja, wissen sie. Ja, ja, du bist wegen deines Hauses hier, Warte, was steht denn da neben mir? Wirklich nicht. Und wenn du Fragen zu deinem Haus hast, dann kannst du jederzeit zu mir kommen, Hier, das da will ich haben. Dieses Designerhaus ist für die Außengestaltung gedacht, Bau dein Haus zuerst weiter aus, Honey. Danach kümmern wir uns um die Außengestaltung. Das will ich haben. Guckt euch das an, wie schön das aussieht. Okay. Ja, ausbauen. Ja, ja, du bist wegen deines Hauses hier, Ich will es vergrößern. Hör mal, Honey. Mit dem Obergeschoss wäre dein Haus bestimmt doppelt so gemütlich, Für einen lächerlichen Kredit für 248.000 Sternis. Mehr das durchaus. Macht mal, Ja? Dann mach mal. Sehr gut, sehr gut. Ich leite sofort alles in Wege, Die Arbeiten sind morgen früh abgeschlossen. Du bist bestimmt schon ganz aufgeregt. Ja, Das möchte ich später haben. Genau das da. Das will ich später haben. Ja, das will ich haben später. Unbedingt. Das da. Genau so soll es aussehen. Das soll mein Haus werden. Das finde ich cool. Oh nein, nicht wieder mit diesem komischen Typen reden. Vielen Dank. Ah, 666 Zuschauer. Dö, 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 dö.
So, na dann werde ich mich aber mal vom Ackerchen machen. Ja? Bei Animal Crossing und auch im Livestream. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Animal Crossing. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Let's Play. Vielen Dank fürs Bewerten, Kommentieren, Favorisieren, Folgen, Subscriben, Abonnieren. Was man noch so alles macht. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bye!